And a man is gonna come stick the fuck right deck. Ist da eine Workbench? Bestimmt ein Agro-Huhn, komm her! Junge, 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 Junge. Hola. Jemand muss den Platz von El Kette einnehmen.
Los geht's, Pferdchen. Sei brav, Pferdchen. Oh, halt! Na los. Langsam. Vamos, vamos. Los jetzt. Ebola. Anscheinend gibt es im FND-Lagerzentrum zu wenig Personal. Die betteln ja quasi darum, dass wir das Teil ausräumen, oder? Danke. Dem Ingenieur ist nichts zu spät. Vamos. Ruhig, ganz ruhig. Ja. Sieh mal einer an. Dani. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. Cool, war der ganze Tag gemutet. Fuck you. Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar. Su siembra. Ah, leck mich! Falls die Sequenz hier losgeht, wollte ich noch sagen. Du bist schon wieder abgestürzt. Oh, die Machete kann ich das so vergeben. Oh, wie gnädig. Nein! Genau deswegen will ich schnell speichern. Was ist denn für eine Checkpoint-Kacke?
War knapp daneben, auch vorbei. Bin ich angefressen gerade? Ja, wir machen schnell rein. Oh, ich bin im Feindesgebiet. Meine Fresse. So, bist jetzt glücklich. Du Hanuta-Snack, Alter. Verarsch mich nicht. Zumindest in die Nähe. Alter, Ubisoft, echt, lass euch doch schnell speichern irgendwo. Oder setz die Checkpoints mal geiler. Ah, was war das für ein... Gesicht. Halt die Fresse! Mann! So, was ist bei dir los? Du da! Ja, du! Gebola! Anscheinend gibt es im FND-Lagerzentrum zu wenig Personal. Ja, kenne ich. Die betteln ja quasi, ja, komm zum Punkt. Oder? Danke sehr. Ja, schön, freu dich. Alter! Genau deswegen hasse ich so Checkpoint-Dinger. Ihr habt die aber sowas von scheiße gesetzt, Mann. New Dawn war das ja alles cool. Also so von dem, was ich gerade noch weiß, alles easy. Quapo, dein Einsatz. Hopp, noch einmal Quapi. Klenk ab. Quapi, danke. Das ist... Wie kann man das so Checkpoints setzen? Ja, mach die Mugge aus, Alter. Wir werden echt auch gefressen. Ich hasse sowas. Hab ich mal Games so oft crashed, du. Ja, keine Ahnung, was passiert ist gerade. Kannst du jetzt einfach, wenn du da reingehst, speichert doch einfach. Nur speicher vorher. Nee, man quatscht mit dem El Bastard und das Ding stürzt ab. Danny. Kannst du Vorsäcke Waffen nutzen kann, Mann. So. El Puta Madre abgeschlossen. Defendiendo a su gente con willst du wieder crashen? Wie sieht's aus? Beschisse programmierte Kacke da, echt. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Wir haben dich gerettet, aber das heißt nicht, dass wir dich wollen. Komm schon, das ist die Beerdigung seines Papas. Carlos für Alejandro? Ein Scheißtausch. Alejandro? Das war genug. Geh. Espada. Er ist dein Bruder. Ja, nicht deiner. Wie geht's dem Bein? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land. Ich habe Infos zu General José. Ich gebe dir seine Tenientes. Por favor. Ihr braucht neue Uniform, Compais. Oh, ist das durch? Abschmieren. Ja, gut, du musst ja dazu sagen, ein Papa hätte eine Idee gehabt, können und die Bombe wegwerfen können. Und hätte damit wie so hier ist Clara. Was immer du gerade machst, hör auf damit. Una nueva operación?
eine Chance, den Löwen in seiner Höhle zu erschlagen. Komm zu mir nach Esperanza. Ich schicke dir ein Bild vom Libertad-Unterschlupf. Wenn du zu einem Guerriero kommst, der Wache schiebt, frag nach der Nachtschicht. Der Nachtschicht? Gut, Clara. Ich bin unterwegs. Was wollt ihr eigentlich von mir? Wer sagt, dass ich eigentlich mache? Auf jeden Fall, der braucht einen rumlaufen wie so ein geisteskranker Ork und da suizidal mit dem Ding so Selbstmordkommandos in die Luft jagen. Der da wegwerfen können. Die wirklich in der Hand kann man Schwert kann. Werf das Ding und renn in die andere Richtung. Also just saying. Sieht aus als... Die Frösche, Alter. Kommt her! Seht euch den besten Sport der Welt an! Nö, der hat gar keinen Nerv drauf. Das crasht doch eh dann wieder. Was seid ihr jetzt? Hat ihr bestimmt noch eine Aufgabe. Ich mache Guerilleros aus euch und wenn es... Ich kann nicht schlafen. Ja. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich José und seine drei kleinen Schweinchen von der Kirche. Nee. Ich will die Motherfucker tot sehen. Weißt du, dass ich Augenkontakt mit einem hatte? Der Hijo de Puta hat gegrinst. Er grinste mich an, als mein Papa starb. Dank der Soldaten, die sich uns angeschlossen haben, konnten wir sie aufspüren. Die drei Tenientes feiern alle in einem Hotel. Arschgeigen. Ah. Ich habe alle Hände voll zu tun mit diesen Rekruten. Ich kann hier nicht weg. Also will ich, dass du die Kerle umbringst, Danny. Töte sie alle und sorg dafür, dass José davon... Ich will nur, dass sie umgelegt wird, damit sie aber den nicht schmutzig machen. Du bist schon mal so eine. Suerte, Danny. Haben wir auch Quests, die näher sind? Ja, die zum Beispiel. Die ist 23 Meter entfernt. Perfekt. Genau aus meiner Krankenweide. Nicht zu sehen, Danny. Alter, noch einmal, ich hau das. Wobei, wir können was bauen, hast recht. Ist gesperrt? Ist gesperrt? Und so will ich Metall hin. Ey, passt da. Danke, Roberto. Jetzt muss ach, Quappi. Name ist der Absturz. Das Lager beachtet mich nicht, also habe ich es observiert. Alle versuchen, José Castillo umzulegen. Yep. Aber sie arbeiten nicht zusammen oder planen etwas. Ich kenne José, dieses Arschloch. Um den zu erledigen, musst du zuerst den Luftraum zurückerobern. Zerstöre seine Flakstellungen, dann kann er dich nicht abschießen. Deaktiviere seinen Radarbunker und er kann dich in seinem Luftraum nicht mehr verfolgen. Ich kann nicht mehr tun, als dir und den anderen Strategien anzubieten. Für Papa. Okay. Gracias, Danny. Gracias. Viel Glück. Ja, komm, schieb mich doch noch weiter weg. Ich sehe, was ich in der Nähe habe. 1100. Okay, schlechtes Angebot, aber nehmen wir es an. Ach, es war die Tante, wo ein Panzer will. Warum kann ich eigentlich nicht herkommen und selber einen Panzer holen? Wisst ihr gerade noch, was ich weiß und denk? Ja, genau, damit fahren wir jetzt. Ist das bei Flugzeugen? Achso, ich war gerade leicht irritiert. Da ist er. Ach, da ist er. Warte mal kurz. Da soll mal hin. Können wir vorher da einen Abstecher machen? Das Goldding, Diamantding da holen? Nein, mach die Musik aus und schau YouTube wieder. Wie war's nochmal mit der Steuerung und Flügel rausholen? Fahrzeugwaffen einsetzen, Seilwaffenhufe, Schiffstraße, Waffenhufe. Ah, da, ganz sauber Flugzeugmodus. Voll geil. Nix Cooles! Ui, Gasgeber. Von der Straße, da kann man landen. Da kann man landen. Bam!
Aber ich kann nicht raus. Ach, ihr seid doch scheiße, Alter. Wieder schon CD jetzt drauf, dann hasse ich euch. Legt doch die Drecksknarre ab, Alter. Ach, da ist er. Konnte mir da jetzt nicht landen? Da war das zu hoch. Verstehe ich halt nicht, ne? Viva la Mexico! Muss es irgendwie eleganter angehen. Es wird so nix. Da war ein Baum im Weg, ich hab's kapiert. Warum werde ich jetzt, wenn hier aus Spiel bist du eigentlich komplett lost in life oder was ist los? Alter, lass die Knarre weg! Hubbel! So, nochmal. Wir kriegen es noch hin. Hoffe ich. Ich weiß schon, dass ich strange als blöd bin zum Länder. Boah, ich merke gerade. Also nicht so hart runter, sondern nur so ein bisschen. Oh, geht doch. Perfekt. Also, ich hab's doch drauf. Easy. Dauert mir zu lang. Ist hier weg. Trotzdem von einem Staubflieger. Easy. Komm aus der Höhe einfach abjumpen. Alles geht. Ich hab einen Schlüssel, wartet mal. Nett. Hast du mich gerade anguckt? Ich bin eigentlich so aus der Hüte auf der Straße. Naja, die Frage ist noch weiter nach. Ups. Ich wollte das eigentlich so machen. Gut, perfekt. Ich halte es jetzt für die beste Idee gehabt, muss ich sagen. Oh, da kommt wer. Runter damit! Ich warte dich! Ganz ruhig, Quappo. Nichts passiert. Wir können jetzt Material klauen. Ach, das wird mir zu viel. Es würde aber schnell zu mir gehen. Ja, wird eh wieder geklaut. Von daher, egal.
Ja, da mal ein Quad und ein Rockbench. Was für ein Shit geht hier denn ab? Schöner Kalender. Da drüben ist das. Hier drüben! Wollte ich eigentlich gerade nicht hin. Aua. Wie tief diese Höhle wohl ist? Welche Höhle? Hä, welche Höhle? Was für eine Höhle? Ich hab mal Quad gerammt. Sorry, Quappi. Ich hab den gerammt, glaube ich. Armes Krog, Alter. Komm, lauf, 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 lauf. Stampfe im Friedhof. Aber recht. Hm, eine Bar. Was war wieder eine Nachricht? Stimmt, da war ja was. Die Legende von La Princesca. Das Aguera Azul ist eine natürliche geologische Formation, die Meereshöhlen genannt wird und von den ständigen Wellen aus den Kalkstein gehüllt wurde. Die darin lebenden Quallen, deren Stich für die meisten Tiere tödlich ist, gibt es nirgendwo sonst auf der ganzen Welt. Diese Stätte ist außerdem der Hauptschauplatz der berüchtigten Legende von La Princesca. Dieser Geschichte zufolge handelt es sich bei La Princesca um den Geist einer Frau, angeblich einer spanischen Adligen, die sich vor Piraten versteckte. Statt sich zu ergeben, schwamm sie mit ihren Wertgegenständen in die Höhle und ertrank durch die nächste Flut. Ihr Körper war für immer gefangen. Es heißt, ihr Geist würde ihren Schatz immer noch beschützen und jeden töten, der sich in diese Höhle wagt. Ob dieser Geschichte irgendetwas war, es weiß niemand. Aber warum sollte man sich so Fakten einer Geistergeschichte verderben lassen? Ah, gute Frage. Scheiß auf die Regeln. Ich guck mir die Höhle an. Was war denn das? Sekunde, dann nehme ich auch noch einmal. Tschüss!